herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir einen Muscateller dabei. Genau, wir waren ja erst an der Badischen Bergstraße zu Besuch und selbstverständlich haben wir euch auch von dort einen Wein mitgebracht, weil Baden erstreckt sich ja über 400 Kilometer. Genau. Und das sind Norden und Süden selbstverständlich auch vertreten. Und genau, Katrin hat schon gesagt, wir haben einen Muscateller heute vom Weingut Hans Winter. Aber was ganz interessant ist, nicht als klassische Auslese oder Spätlese, nein, sondern als trockener Kabinett, würde ich jetzt behaupten. Genau, also normalerweise ist der Muscateller ja eher als der liebliche Vertreter bekannt, der ja schon eher so Richtung Dessert geht. Ja, also auf jeden Fall als Dessertbegleiter ganz gut ist. Muscateller ist ja eine Bouquet-Rebsorte, also wir haben ja sehr viel Aromen, die sich im Wein entfalten können, eher so in Richtung blumig, würde ich behaupten. Und das, genau, schauen wir mal, ob man das auch finden genau kann, oder? Zum Wohl. Ja, also definitiv total. Blumig ist auf jeden Fall in der Nase. Wir haben so leicht Rose, würde ja, ich sagen. Ja, Rose. Aber im gleichen Zug, finde ich, kommt neben dem Blumigen auch noch sowas, ja, Exotisches raus. Mhm. Maracuja in die Richtung. Ananas kommt noch zum Vorschein. Ja, also wirklich in der Nase hat er auch dieses Fruchtige, dieses sehr, sehr breite Ausladende, aber eigentlich total schön, meiner Meinung nach. Ja, schön eingebunden. Also es harmoniert zwischen dieser Rosenote und dieser Exotik von Maracuja und Ananas. Und ja, also man merkt auch da schon, dass es einfach nicht dieses klassische Muscateller lieblich ist, also wo dieses süße Aroma überwiegt, sondern hier ist schon so eingebunden, geerdet, würde ich schon fast sagen. Es transportiert die Fruchtigkeit, die Blumigkeit, aber ist jetzt nicht so wie wenn man in Honig reinriegt und schon genau merkt, okay, das ist Babs. Ja, genau. Ist, also es ist wirklich auch Lust, Frische mit sich. Macht Lust in Therapie. Mal schauen, ob er auch so direkt zum Wohl. Auch hier hat man dieses Blumige, also dieses Frische, Natürliche ist auf der Zunge wirklich ganz, ganz, ja. Aber auch eine coole Kombi zwischen Säure und Süße. Ja. Also ich würde jetzt behaupten, er ist jetzt nicht ganz trocken, so ein bisschen eine Restsüße hat er, aber durch die Säure erlangt es schon wieder so eine Frische und es macht es total spannend im Mund. Mhm. Man hat am Anfang direkt das Fruchtige, was man gerochen hat. Dann kommt so ein bisschen die Säure raus, wo du wirklich, wo es Spaß macht, wo es richtig cool ist und du denkst, wow, okay, der Wein kann noch viel mehr wie nur süß. Und dann spielt es wieder ganz gut mit dem Blumigen. Ja. Also steht auch relativ lange. Ja, absolut. Also ich finde eigentlich das, was die Nase versprochen hat, ist im Gaumen definitiv wieder zu finden. Ja. Und auch, ja, es harmonieren einfach. Es ist ein wahnsinnig harmonischer Wein, der wirklich Lust auf mehr macht. Und normalerweise sind Bouquet-Rebsorte ja schon, ja, ich will nicht sagen überlagert, aber manchmal einfach schon viel in der Nase, herausfordernd in der Nase. Man wird schnell satt auch, genau, durch ja. Das Süße ist manchmal auch sehr pappig, also wenn man gerade eine Trockenbeerenauslese oder sowas hat, wo halt schon Richtung 100 Gramm Restzucker geht und das haben wir hier gar nicht. Und ich würde auch sagen, im Vergleich zu jetzt einer Auslese, passt der Wein auch richtig gut zu einem Hauptgang. Und gerade ja, auch total. Was Asiatisches, ja, was leicht scharf ist, mit ein bisschen Chili oder auch Kokos, ja, könnte ich mir richtig könnte gut ich mir auch vorstellen. Oder vielleicht auch, wenn man mal sagt, okay, asiatisch auf der einen Seite, aber vielleicht auch was Leichtes, also vielleicht schon in die Richtung vielleicht Salat verschiedene, da kann man wahnsinnig gut mit Aromen spielen. Ja. Auch die Fruchtkomponente passt ja, da, glaube ich, echt. Vielleicht auch ein Salat mit einem Granatapfeldressing, dass man diese Säure vom Granatapfel und dieses Exotische kombiniert, könnte ich mir. Da bekommt man richtig Hunger. Wäre schon wieder fast Zeit. Nee, also ich muss sagen, echt ein sehr spannender Wein. Und auch die Badische Bergstraße ist meiner Meinung nach sehr unterschätzt. Also auch total, das, was wir ja jetzt erleben durften. Also es ist ja das nördlichste, die nördlichste Region bei uns in Baden mit 380 Hektar, auch die kleinste. Ja. Und trotzdem, also bezieht eigentlich alles rund um Heidelberg. Ja. Alle Rebflächen rund genau um Heidelberg. Und es ist wirklich, ich finde das total faszinierend. Du stehst im Rebberg und kannst halt in die ja Rheinebene gucken. Du siehst auf Mannheim, alles Mögliche. Ja. Es ist eine coole Kombination und genauso spannend sind eigentlich ja auch die Weine, finde ich. Und im nächsten Moment, also wo wir eben zu dem Weingut Hans Winter gefahren sind, das denkt man gar nicht. Man fährt durch die Stadt und
durch das Leben und dann biegt man in eine Seitenstraße und ist eigentlich ja in einem kleinen Paradies angekommen. Und es ist schon, also wenn ihr mal an der Badischen Bergstraße seid, schaut euch unbedingt die Weingüter an. Da gibt es wirklich viele, viele hervorragende Betriebe. Ja. Vor allem auch viele kleine Betriebe. Ja. Also die halt wirklich sich dem Weinbau verschrieben haben und diese Kombination aus Stadt, dem großen Leben und dem Weinbau, der Natur einfach verbinden wollen. Und ich finde, das ist wahnsinnig gut gelungen, auch im Leben, weil man hat total diese Spannung einfach da. Und gerade für Muscatella einfach sich einfach mal was anderes getraut und ein bisschen gegen den Strom geschwommen. Und man sieht, von den es, genau, man sieht, es hat hervorragend funktioniert. Ja, eine schöne Alternative zu den klassischen Rebsorten. Ja. Trotzdem ein toller Essensbegleiter und finde ich auch ein Wein, wo man ein, zwei Gläschen mehr trinken kann, wo man nicht sofort satt ist. Nee, also ich glaube auch, dass es einfach vielleicht für einen Abend mit Freunden ein wirklich hervorragender Wein ist. Man kann sich gemütlich hinsetzen, man hat definitiv was zu reden über den Wein. Ja. Also, die Nase ist gefordert und ist, glaube ich, auch ein cooler Wein zum Einsteigen und einfach zu diskutieren. Auch, Wir sind gespannt, ob ihr auch schon mal Bouquet-Sorten probiert habt, die trocken ausgebaut sind, was also auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung hat. Und wir sagen zum Wohl. Nein, schmeckt. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns doch mal, was für Bouquet-Rebsorte euer Favorit ist. Zum Wohl.